Guten Tag. Moment. Wir hatten reserviert. Professor Korkhobel mit Gattin. Können Sie nicht warten? Wie war der Name? Korkhobel. Professor Dr. Korkhobel. Ja, ja. Korkhobel. Ist ja ein idiotischer Name, ne? So? Ich heiße schon immer so. Naja, ist ja gut. Aber die Schlampe, die kommt nicht mit aufs Zimmer. Wie bitte? Ich hab gesagt, die Schlampe kommt nicht mit aufs Zimmer. Wir sind ja kein Stundenhotel hier. Erlauben Sie mal. Hörst du, ich muss doch sehr bitten. Diese Gattin, da ist meine Dame. Diese Dame, da ist meine Gattin. Ich glaube, den Spruch habe ich schon mal irgendwo gehört. Müssen wir uns das eigentlich bitten lassen? Mach doch was, Karl Friedrich. Ja, also ich, das ist etwas ungewöhnlich, aber wir könnten Ihnen ja die Pässe zeigen. Sie lassen Sie mal schön stecken. Die Fleppen sind sowieso gefälscht, aber... Sie könnten einen Schein rüberwachsen lassen, dann drücke ich eventuell ein Auge zu. Ja, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Was bildet sich dieser Kerl denn ein? Du hältst die Schnauze, Torknarsch. Also, lass den Schein rüberwachsen oder die Tussi fliegt raus. Na bitte. Sag mal Auto. Auto? Tut, tut. Mach, dass du wegkommst. Lass dich freuen, dass du in dem Alter noch so einen spendablen Freier gefunden hast. Dritte Stock. Und saug nicht so rum. Alle Schweine. Und halt in dem Alter.